Hiho Diggity, liebe Zuschauer, willkommen zur zweiten Folge von Is 8 Lacrimosa auf Dana. In der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben mit unserer guten Begleiterin, die verschwunden ist. Ach ne, da ist sie ja. Und wieder weg. Okay. Strange. Auf jeden Fall haben wir die gefunden. Von da oben sind wir gekommen. Und haben sie erstmal nackig gesehen. Cool, cool. So, jetzt gehen wir mal gucken, was da. Da ist was. Hier ist nichts. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mir gefällt Gelb erstmal besser wie Rot. Deswegen gehen wir da lang. Ganz easy, ganz einfach. Ich will wieder was kaputt hauen. Aha. Dieser Ort ist ein wenig anders. Suchen wir mal die Umgebung an und schauen, ob wir irgendwann irgendjemanden finden. Ah. Oh. Okay. Das war's schon wieder? Oh, was ist das? Ein gigantischer Kristall steht vor dir. Beides, Körper und Seele, scheinen zu entspannen, wenn man in der Nähe ist. Ach so, ist das... Ah, ein Recovery Crystal. Ah, und im Game Over Screen können wir auswählen, ob wir am letzten Kristall, ob wir laden wollen oder zum letzten Kristall zurück wollen. Okay, da geht's auch wieder runter. Zuhauen können wir momentan nicht. Da geht's in eine Höhle rein. Oh ja. Die Höhle scheint weit für immer und immer weiter zu gehen. Es ist keine Anzeichen davon, dass da jemand drin ist. Und wir haben uns entschieden, warum auch immer, woanders zu suchen. Okay. Ja, wenn mal meine Freundin nicht weggelaufen war. Und ja, ich bezeichne sie jetzt meine Freundin, weil ich habe sie nackt gesehen. Da ist sie ja schon. Da, es gibt... Ups. Es gibt nichts als den Ozean, soweit das Auge sehen kann. Ich frage mich, wo wir sind. Wenn es doch hier nur irgendwo eine entwickelte Stadt geben würde. Ja, scheinbar ja nicht, ne? Das ist eine wundervolle Aussicht. Was kann wohl den anderen passiert sein? Das wissen wir nicht. Deswegen suchen wir ja nach Hinweisen. Es ist möglich, dass andere auch sich auf diesem Island, auf dieses Island haben retten können. Lass uns keine Zeit verlieren und unsere Suche fortsetzen. Okay. Dann gehe ich jetzt einfach mal da lang. Da gibt es aber auch so viele Möglichkeiten. Und es sagt mir halt keiner, wohin. Aha. Ein klarer, blutig, wundervoller, eine klare, wundervolle Strömung geht hier durch. Der perfekte Ort, um den Durst zu stillen. Aber ansonsten nichts Interessantes. Und hier gibt's nicht mal Monster. Naja. Lehrer. Okay. Also da oben ist wohl nichts. Dann trainieren wir ein bisschen. Purzelbaum. Purzelbaum kann man immer brauchen.
Deswegen sollte man so viele wie möglich davon machen. In die Höhle will er nicht. Gehen wir da lang. So, oh, eine Kiste. Und da vorne schwimmen Fische. Da auch. Sieht so aus, als wäre das hier angespült worden. Rotes Fleisch. Cool. Ach so. Ah, okay. Also es kann sein, dass hier noch öfters was angespült wird. Wir müssen einfach immer wieder mal danach gucken. Wo kommst du jetzt? Ah, doch, das ist möglich. Wir haben alles gecheckt, aber wir haben niemanden gefunden. Ach übrigens, diese Location ist von allen Seiten mit Steinen eingezäunt. Der perfekte Hiding Spot. Also Versteckungsort. In der Tat. It's no stretch to call it. Man kann es sogar ein Fort nennen. Keine Anzeichen von Monstern. Also die perfekte Location für eine Basis. Das ist... Was? Ich habe mich nur gerade erinnert. Ich habe jemanden da drüben... nein. Just now, Ich habe jemanden da drüben laufen sehen. Aha, aha, die Höhle, wo ich vorhin schon rein wollte. Okay, lass mal verfolgen. Ja, in der Tat, es könnte ein Castaway, ein Schiffbrüchiger sein. Oder ein Einwohner, aber wir können auf jeden Fall was lernen. Ups, mal hinterher. Und jetzt ist er wieder in meiner Party wahrscheinlich. I'm coming! Ja. My turn now! I'm coming! Let's go! I'm coming! My turn now! Leave it to me! My turn now! Let's go! Leave it to me! Yes! Let's go! Leave it to me! My turn now! Er sagt nicht mehr Switch. Das ist gemein. Oh. Okay, ich vermute, wir müssen einfach dem Grünen immer nach. Und natürlich möchte ich vorher gucken, ob hier nicht irgendwo was liegt für mich, aber offensichtlich nicht. Ein Dungeon ist weg. Ja, super. Ja, wo sind wir? Sieht aus wie eine Höhle da vorne. Lass uns vorsichtig sein. Ja, natürlich. Natürlich. Okay. Das sieht mir so aus, als gäbe es hier wieder Gegner. Sehr gut. Ich werde in den Kämpfen wahrscheinlich jetzt nicht so mega viel quatschen. Weil ich jetzt gerade auch gemerkt habe, dass ich mich sehr darauf konzentriere, nicht erwischt zu werden. Ich will ja schließlich... Und ich sollte meine Special-Attacke mal benutzen. Also ihr habt vielleicht gesehen, mit Addle kann man bei den Viechern einen Break auslösen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich gegen die mit ihm kämpfen. There are we? Hier sind wir. Nee, wo sind wir? Es gibt Anzeichen von, dass Leute hierher leben. Ja, ist möglich. Möglich, möglich. Ja, es ist vielleicht möglich, aber... Schau mal, wie unordentlich es ist. Alles hier ist wirklich sehr beschädigt.
Es wurde vielleicht was zurückgelassen, das uns einen Hinweis geben kann. Wir müssen uns umsehen. Errol Kristen. Ich hätte gerne ein neues Schwert. Ich habe immer noch das alte kaputte Ding. Blöde Kuh, mach mir... Hör auf damit, du machst mir Angst, ey. Eine Heilpotion? Okay. Sieht sehr alt aus, aber... Ich frage mich, ob wir es immer noch benutzen können. Ach so, Icon. Das habe ich doch auch schon rausgefunden. Das zeigt ihr mir jetzt. Irgendwas da drin? Nichts. Na, ich vermute nicht. Ja, hättest du mal auf die Karte geguckt, dann hättest du dir das auch angezeigt. So. Ja, ach was. Ich weiß, wie man Sachen ausrüstet. Hör auf jetzt. Für die ganz Doofen müssen die immer noch mal erklären, wie man... Naja. Oh, ein neues Schwert. Oh, wie cool. Also ein bisschen alt, aber... Ach, du sagst auch immer das Gleiche. Warum nicht das Schwert benutzen, anstelle des Verrosteten? Ah. Das ist... Short Sword. Okay, sieht so aus, als wäre hier nichts weiter mehr für uns. Wir haben draußen auch niemanden gefunden. Wir sollten weiter. Jetzt hat er das jetzt ausgerüstet? Ja. Ach so, Waffen kann ich komischerweise nicht ausrüsten. Okay, also Waffen rüstet er von alleine aus. Wow. Ich hab's gesehen. So. Was ist das Ding hier? Ah, es muss Hinweise, okay. Edel kann gerade so ein Bild darauf aus, das da eingestickt ist, ausmachen im Vorhang. Das ist ein bisschen verblasst, aber es sieht aus, als wäre es eine Art Emblem. Ja, leider ist es ausgebleicht und unmöglich zu erkennen. Das stimmt. Was haben wir hier? Alte Kisten und Flaschen. Überall zerbrochen. Die sind alle so dreckig und staubig. Dieser Ort ist sehr lange schon verlassen. Aber es ist klar, dass jemand hier gelebt haben muss. Okay. Nichts, was weitere Hinweise geben könnte. Das heißt, weiter. Ach, verdammt nochmal. Ich Idiot. Natürlich wieder das Wichtigste vergessen. So. Okay. Kann ich einen Moment deiner Zeit haben, Idle? Ich habe bemerkt, dass du während der letzten Encounter... Area Combo. Okay, lift the enemy into the air. Finish the enemy. Ja, weiß ich auch alles. Jump attacks and skills, what do you think? I already know that. Weiß ich alles schon. Ja, hättest du mal gleich gesagt. Wie wär's denn damit? Dann damit. Ja, auch das weiß ich schon. Schlaumeier. Und ich weiß, kann auch sein, dass es jemand spielt, der noch nie ein Rollenspiel gespielt hat. Aber, naja. Hat er das schon mal jemand erzählt? Du hast ziemlich... Oh. Schlechte Personalität.
Ja. Was kann ich denn dafür, wenn ich es schon weiß? Oh oh. Zack, Brick. Oh, die hat. Ach, die hat auch eine Spezialfähigkeit. Das ist gut zu wissen. Komm schon. Oh, furchtbar. So. Ich will eigentlich... Ah ja, eigentlich ist es egal. Die leveln ja ungefähr immer gleich auf. Ach. Hast du jetzt schon? Ja, hast du schon. Okay, alles gut. Die sind ja voll billig, die Viecher. Jetzt schon. Niesen. Okay. Ich habe die Kiste vergessen. Da. Switch! Switch! Nintendo Switch! Was ist das? Ah. Okay. Ah, ich habe die Steuerung leider immer noch nicht drauf. Aber wir haben ja, wenn wir Glück haben, oder was heißt, wenn wir Glück haben, ich gehe mal von aus, ein mehrstündiges Spiel vor uns. Das heißt, ich habe noch ein paar Stunden, um die Steuerung zu verinnerlichen. Oh. Was kann das sein? Ja, sieht so aus wie ein Skelett, wa? Wer ist das? Wahrscheinlich der, der da gelebt hat. Eine verrottete Leiche liegt gegen einen Stein gelehnt. Ihrer Verwesung nach zu urteilen... ihrer Kleidung nach zu urteilen muss es ein Pirat gewesen sein. Sieht so aus, als wäre dieses Individuum schon viele Jahre weg, gestorben. Aber warum sind sie überhaupt hier? Oh oh, ich hab ihn kaputt gemacht. Was? Nein. Wo? Ach. Ich bin. Das ist wechseln, verdammt nochmal. X ist angreifen. Eieiei. Okay, aber wir sind schon. Wieder Level auf. Und jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss. Ne, da steht einer. Da stand einer. Oder steht der immer noch? Meine verschwindet ja auch je nach Perspektive. Hast du das gerade gesehen? Das war definitiv eine Person. Hinterher. Hallo, große runde Halle. Ja, es war so klar. Ich hab's gesagt. Fledermaus. Lord of Night. Büfteriza. Büfteki. Büfteriza. Dieses Biest. Wenn es sich mir in den Weg stellt, werde ich mich nicht zurückhalten. Ist mir egal. Oh, wir können extra Skill benutzen. Also wenn ein Skill trifft, füllt sich die extra Leiste. Und wenn die voll ist, müssen wir R und L zusammen drücken. Ah, das auch. Kenne ich auch aus dem alten. Uah, das war doof. Gebe ich zu. Ach. Verdammt nochmal. Okay. Ich kriege das nicht hin. Jetzt aber. Und keine Ahnung, warum die schon voll ist. Das war wahrscheinlich doof. Weil es relativ hoch wir machen. Na, die machen beide relativ wenig Schaden.
Alter! So, jetzt hätte ich es wahrscheinlich. New Skill. Okay, wir haben einen neuen Skill. Das nehmen wir auf R und X, nehmen wir den Aerial Spin. Okay. Ich, nehme mal. Fuck. Nein, was? Alter, wie kann ich denn? Ich würde den gerne benutzen. Ach so. Okay, ich hab's kapiert. Ach, verdammt, das war ein Gegner. Ach, ich bin so doof. Ich bin mega doof. Ach Gott, bin ich doof. Okay. Wir haben es geschafft, Edel. Hör auf, den Nachnamen immer mitzusagen. Verdammt nochmal. Jetzt gehen wir zurück und machen wir weiter und folgen der Person. Es gibt vielleicht eine Stadt hier in der Nähe. Meine Stimme ist ein bisschen kratzig im Moment. Habe ich gemerkt. So, hast du eigentlich auch einen neuen Skill? Nee, aber habe ich auch. Oh, kein. Ah, steht sogar dran. Okay, ja. My turn now. Yes. My turn now. Switch! This place is... Dieser Ort ist... Das ist keine Stadt. Das kann ich sehen. Aha. Oh, den kennen wir doch. Oh, Edel, bist das du? Barbaros. Ich bin überrascht zu sehen, dass es dir gut geht. Ich habe mich nach anderen Überlebenden umgesehen, aber ich habe nicht erwartet, dich zu finden. Du bist... Oh, Al. Wer kann das wohl sein? War die nicht auch auf... Ich bin über... verwirrt. Ich dachte, die wäre auch mit uns auf dem Schiff gewesen. Ah ne, die war im Intro, war sie zu sehen. Okay. Al hat, stellt Laxia vor und erklärt, was bis jetzt passiert ist. Danach fängt Barbaros an zu erklären, warum die Lombardia gesunken ist. Naja, wir waren dabei, als sie... Also, ich kann mir gut vorstellen, warum. Oder irre ich mich jetzt? War das nicht die Megatentakel-Dinger, die uns versenkt haben? Naja, das sind alle Informationen, die ich habe. Warum die Lombardia... Über das Sinken der Lombardia. Also hat alles, was Edel erzählt hat... Also ist alles, was Edel erzählt hat, wahr? Ja, ich habe sehr viel Probleme den Passagieren bereitet. Ich habe keine Entschuldigung. Hallo, Riesententakeln, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ja, danke. Es war eine unvorhergesehene Situation. Da gibt's nichts zu entschuldigen. Ich verstehe auch wirklich... Was? Nee, ich verstehe, warum du deine Verantwortung so ernst nimmst. Hast mein tiefes Mitgefühl. Aber es ist schwierig, alles zu akzeptieren. Ach nee, warte mal, Lombardia ist das Schiff von ihr. Jetzt. Unser Schiff war nicht die Lombardia. Aber es ist schwer, deine Erklärung zu akzeptieren. Hast du irgendwelche Ideen, wo wir jetzt sind? Vom Aussehen her muss es... So wie es aussieht, sind wir an den Strand einer Insel angespült worden. Ah, you don't say. Der
wenn ich die Location beurteile, an der wir gesunken sind, und die Richtung der Current, der Gezeiten, der Strömung, genau, zu dieser Zeit, sind wir auf einer verlassenen Insel. Die Insel von Siren. Aha, da wollten wir doch eh hin. Verlassene Insel? Die Insel von Siren? Ich hab davon noch nie gehört. Edel erzählt dir mal kurz die Legende. Genau. Eine verfluchte Insel? Existiert so ein Ort überhaupt? Ach, nur ein Gedanke. Verfluchte Insel, die niemand erreichen kann. Ich denke, I'd get here. Ich bin so hierher gekommen. Körper in. Der Körper in der Höhle. Zuerst hat die Person ausgesehen wie ein Pirat, aber diese Person ist vielleicht auch nur angespült worden. So wie wir. Ist das Schicksal aller Schiffbrüchigen, die hier enden? Nein, tut mir leid, dass ich euch Sorgen bereite. Seit ich überlebt habe, versuche ich meine Pflichten als Kapitän zu erfüllen. Es gibt vielleicht noch andere Passagiere wie Laxia auf dieser Insel. Als erstes müssen wir uns einen Überblick über die Situation verschaffen. Und alle, die überlebt haben, müssen hart arbeiten, um hier lebend wieder rauszukommen. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Okay. Nichts wird hier fertig, wenn wir hier nur stehen bleiben. Machen wir weiter. Jetzt Stadt aufbauen? Aber das Schiffbruch-Setting finde ich schon mal geil. Aber wahrscheinlich wird das jetzt alles hier auf der Insel abspielen. Das heißt, die Insel muss noch sehr groß sein. Retraced their steps. Achso, ja, okay. Sie gehen einfach zurück zur Base, wo sie gesagt haben, wir bauen hier eine Base. Base bauen. BB. Also nicht Bus bauen, sondern Base bauen. Und wie willst du weitermachen? Na, darüber. Ich wollte Edel nach Hilfe fragen, da du ja ein Abenteurer bist. Also habe ich überlebt. Erfahrung damit? Ein Abenteurer? Redet er über dich? Ah, tut er. Meine erste Bitte an dich ist, rauszukriegen, ob noch andere Überlebende wie Laxia hier sind. Es ist möglich, dass andere Passagiere auch hier angespült wurden. Manche haben vielleicht sogar Kinder. Manche sind sogar Frauen oder Kinder. Wir müssen uns beeilen. Okay, jetzt direkt mal anfangen. Gut, ich zähle auf dich. Ich habe eine weitere Bitte an dich, während du nach Überlebenden suchst. Ja, genau, jetzt kommt das mit der detaillierten Karte. Ich möchte, dass du eine detaillierte Karte der Insel machst. Ich bin ein Skilled Cartograph. Naja, nicht ganz so. Ist das so? Ha. Okay. Wie passend. Kein Schiff segelt durch diese Gegend. Es ist möglich, dass nie Rettung kommt. Wir müssen Vorbereitungen für unsere Flucht treffen. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Genau. Deswegen müssen wir präzise Daten lernen über die Insel. Ja, ich verstehe. Wenn wir eine Karte haben, wird uns die helfen, besser in den Gebieten nach Überlebenden zu suchen. Was denkst du, Adel? Ach, danke, dass du mich nur beim Vornamen nennst. Kannst du das machen? Ja, die Insel interessiert mich auch. Das tut sie.
Du bist wirklich ein Abenteurer. Ich werde den nahegelegenen Strandabschnitt untersuchen und denke daran, hier eine Basis zu bauen. Wenn wir auf dieser Insel bleiben, in einiger Zeit auf dieser Insel bleiben, brauchen wir eine Basis für Operationen. Captain Barbaros, ich... Bitte, bleib zur Sicherheit hier, Laxia. Willst du mir damit sagen, dass ich schön hier sitzen bleiben soll und nichts tun soll? Ich danke dir für deine Bedenken, aber das würde meinem Familiennamen keine Ehre machen. Ich werde mit diesem Abenteurer reisen. Aber mein Begleiter auf diesem Ausflug ist immer noch verschwunden. Still missing. Wird immer noch vermisst. Ich kann nicht jemand anderem erlauben, nach ihm zu suchen, während ich rumsitze und nichts tue. Ja, ich verstehe. Okay, wenn das deine Entscheidung ist. Und trotzdem wissen wir nicht, was für Gefahren uns hier erwarten. Alter, wir haben einen riesen Fledermausviech platt gemacht. Ich glaube, die hat bewiesen, dass sie sich verteidigen kann. Seid nicht nachlässig. Danke, wir gehen jetzt. Ich will jetzt wieder hauen. Hauen, 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 bitte. Wer ist dein Begleiter, den du vermisst? Das war nur ein Vorwand, um den Captain zu überzeugen. Okay, Adel Kristen, wer bist du wirklich? Ich gebe zu, du bist sehr gut mit dem Schwert. Aber was ist ein Abenteurer? Von so einem verrückten Titel habe ich noch nie gehört. Adventures are just a type of hobby. Abenteuer sind nur eine Art Hobby. Und ich erlaube nicht, dass jemand darüber spricht, als wäre es eine wichtige Aufgabe. Hör zu, Adel Kristen. Ich gehe mit dir, sodass ich dich beobachten kann. Denn du siehst jemandem, den ich wirklich hasse, sehr ähnlich. Wer? Ich werde keine Fragen beantworten. Ich wollte gerade sagen. Ja. Und außerdem hast du mich... Ja, wir haben dich nackt gesehen. Boobies! Fahr nicht zurück. Du bist besser vorbereitet. Okay. Das? Kann ich mit dem jetzt reden? Ich weiß nicht warum, aber... Captain, was machst du hier? Nun... es sieht so aus, als gäbe es hier ein Kraut, genannt Digitalis, das auf dieser Insel wächst. Ich habe mich gefragt, ob ich einfache Medizin davon machen kann. Ich verstehe, es wäre hilfreich auf unsere Untersuchung, wenn wir ein bisschen Medizin mit rumtragen könnten. Funktioniert's? Natürlich. Ich habe gerade meine Vorbereitungen beendet. Alles, was ich brauche, sind die Materialien und ich kann einfache Medizin machen. Aber wir brauchen einen Container, um sie zu tragen. Darin zu tragen. Okay. Adel Kristen, ich glaube, du besitzt eine Medizinflasche. Können wir nicht diese benutzen? Ah, das wäre
perfekt. Wenn du keine Medizin mehr hast, dann solltest du sie auffüllen. Deine leere Flasche mit mehr auffüllen. Ach was, also mit mehr Medizin, nicht mit mehr Wasser. Mega Gag! In der Tat, danke sehr. Okay, also ich kann bei ihm meine Medizin auffüllen. Die verfluchte Insel Siren. Es ist nicht einfach, hier runterzukommen, aber ich habe eine Verantwortung, alle meine Passagiere in ihre zurück nach Hause zu bringen. Und ich werde diese erfüllen. Wenn ich das nicht erreichen kann, habe ich die Lombardia Crew Members, die Ehre der Mitglieder der Crew von Lombardia beschmutzt. Ich verlasse mich sehr auf dich. Bitte hilf mir dadurch. Okay, also gibt's eigentlich Monsters? Okay. Playtime. Nein, ich wollte eigentlich. Ah, hier ist die große Karte. Wir waren da noch nicht. Oder? Ja, doch, im Prinzip waren wir da schon. Da ich keine Ahnung habe, wo wir jetzt hingehen, muss ich jetzt leider mehr oder weniger alles nochmal absuchen. Hier scheint jetzt nichts zu sein. Haha. Ah, okay. Weiter ins Wasser geht er nicht. In Memories konnten sie wenigstens noch schwimmen. Okay, also auf jeden Fall, hier geht's nicht weiter. Jetzt ist die Frage, das war nur die Höhle und hier oben, da kommen wir einfach nur von oben an das Gebiet. Also das heißt, wir gehen wieder daraus. Ja, das scheint richtig gewesen sein. Fangen wir damit an, nach anderen Überlebenden zu suchen und eine Karte zu machen. Zuerst kannst du mir alle Orte zeigen, an denen du schon warst. Ja. Okay. Locations. Achso, genau, die werden automatisch. Aha. Die Area Map. Okay. Touch the Map. Ja, das geht jetzt hier leider nicht. Open Map Menü, Switch, okay. Bla bla bla. Wohin sollen wir jetzt gehen von hier aus? Sieht so aus, als wäre... Hätten wir noch nicht alles hier erforscht? Ja, nein, haben wir nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in diese Richtung. Alles klar. Ich hoffe, das ist diesmal nicht ganz so empfindlich wie in Origins, Memories. Okay, einfach da lang. Ich bin mir nicht sicher, was ab diesem Punkt kommt. Wir sollten vorsichtig sein. Und vielleicht zurück. Was? Warp to any crystal. Okay, wir können zwischen den Kristallen warpen. Das ging auch schon in Vorgänger quasi. Zumindest scheint es
zack, Skill Finish. Es scheint nicht sonderlich empfindlich zu sein. Alter, was? Oh. Mir ist einer abgehauen. Alter, hör auf jetzt. Oh, die macht mir alle Gegner kaputt hier. Wie soll man denn aufleveln sonst so? Noch mehr von denen. So. Ja. Die nehmen wir auch mit. Nein. Ah, jetzt hör auf. Nein. Ich wollte hier gucken. Von da komme ich, okay. Und da waren wir noch nicht. Ich habe so ein bisschen Orientierungsprobleme manchmal. So. Zack. Skill Finish. Gehe ich erstmal da lang. Skill Finish. Hopp. Und das machen wir kaputt. Ach. Mädle, willst du mich jetzt nerven? Ernsthaft? Okay, da. Kann man... Da kann ich auch irgendwas machen. Das habe ich gemacht. Habe ich entweder noch nicht den richtigen Charakter zu. Oder... Noch nicht die richtigen Ausrüstungen, so Gegenstände, um hier alles zu erledigen. Mango. Genauso wie hier. Da muss ich vielleicht von der anderen Seite. Ach so. Ne, ich muss hier hoch. Und das kriege ich nicht hin. Okay, also von hier geht's nicht weiter. Was? Noch mehr Gegner. Bam, bam. So. Okay. Die da oben muss ich leider jetzt auch nochmal mitnehmen. Denn ich würde gerne die Skills natürlich auch irgendwann perfektionieren. Und mit einem Skill-Finish geht das immer. Okay. Nicht genug Power. Und ja, ich weiß, ich laufe jetzt gerade wieder zurück. Aber wir haben es gleich. So. Ah, jetzt kann ich wieder Skills benutzen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher,
müssen. Nee, da ist nichts. Ach. Irgendwo geht's. Da geht's runter, genau. Da muss ich lang. Und die Lombardia ist doch das Schiff mit den riesen Tentakeln. Also wussten die doch, wie es untergeht. Warum erzählen die sich das nochmal? Ihr Pfeifen. Uah. Okay, ihr seid voll eklig. Da sind schwere Monster da unten, die rumlaufen. Wir sollten vorsichtig sein. Ach du, so. Try these out after getting used to combat. Flash move, okay. Und Flash guard. Okay. L dashen. Ihr erzählt mir Sachen, die ich schon echt... Ich glaube, ich hätte nicht mal den ersten Kampf überlebt, wenn ich... Oh, Alter, das ist gemein. An der Stelle so. Jawohl. Ich bin mega gut. Hallo. Wolf. Stirb, Wolf. Nein, ich hab's nicht so gemeint. Nur ein bisschen. Digitalis, damit können wir Medizin machen. Ich habe tatsächlich den Break geschafft. Gott, bin ich gerade erschrocken. Muss trotzdem vorsichtshalber. Wir wollen ja nicht Sirenweed. Nicht versehentlich draufgehen, deswegen benutzen wir ab und zu. Nee, das bringt bei dir auch nichts. Stirbt jetzt. Und ihr seht, da wir mit wenig Schaden machen. Er weak gegen Licht. Leider haben wir da nicht den passenden Charakter für. Okay, das war blöd. Oh, jetzt wollte ich eigentlich blocken. Hab aus Versehen Spezialattacke aktiviert. Was ein bisschen doof ist. Aber naja. Passiert. So, beides meins. Da ist Regenerationspunkt. So, und da holen wir das auch noch. Aha, da geht's weiter. Gigantische Steine auf blockieren den Weg. Ja. Sieht so aus, als geht der Strand auf der anderen Seite weiter, aber wir können da nicht durch. Ah, you don't say! Wie du da bloß drauf gekommen bist. Sollten wir den Fußstapfen nachlaufen? Okay, das ist offensichtlicher Hinweis. Frische Fußabdrücke. Vielleicht von einem Gast der Lombardia. Lass mal rausfinden. Nein, wir sind noch gar nicht fertig hier. So. Haben wir gar nicht alle Gegner platt gemacht. So, greif mich an. It's your turn, Adel Christian.
Alter. Okay, das war doof. Gebe ich zu. So, ich glaube, dann habe ich hier soweit alles. Achso, ich kann auch einfach da drücken. Haha. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann können wir jetzt doch. Hier lang, genau. Das könnte wieder ein Bosskampf werden. Aha. What's wrong? Was ist los? Ich fühle mich. Also ich glaube, ich dachte, ich hätte was gehört. What is it? Was ist denn? Kommt jetzt. Der Riesendino? Ja, voll der Jurassic Park-Moment. What could it be? Was kann es sein? Shh. Leise. Okay. I'm sorry. Tut mir leid. Bitte hilft mir. Wir probieren's. Ach, es ist der blauhaarige Mann. Genau. Den kennen wir auch schon. Who are you? Wer bist du? Ah, der Dino. Ja. Ich hau dich platt, Dino-Mann. Ja. Hammer nice. Avalodragil, Variant Beast. Das Monster. Er ist wie ein... dieser Gegner sieht anders aus als andere Biester oder Monster, die Edel vorher, gegen die Edel vorher gekämpft hat. Ihr Leute. Das Schicksal hat uns zusammengebracht. Bitte hilf deinem alten Mann. Warum ist das anders als die Gegner, die gegen die Edel gekämpft hat? Müssen wir kämpfen? Nein, du kannst ihn auch versuchen zu überreden. Ja, genau, der hat auch eine Waffe. Okay. Ach. Fick dich, Raptor. Oh oh, na komm. Ja, was denn? Alter. Ich raff gar nichts, ehrlich gesagt. Oh oh. Shit. Okay, habe ich was? Revive. Empty Bottle. Oh. Okay, du hast mega drauf, mein Freund, deswegen kämpfe ich jetzt mit dir. Oh oh. Was? It's even angrier than it was. It's so vicious. Okay. Is this? Yeah. Boah, Kacke. Yes. Na komm. Nein, das war doof. Jetzt! Kacke.
Oh, oh, was? Ja, erwischt. Bam! Voll in die Fresse. Boop, boop, boop. Boop, 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 boop. Ich weiß es aber noch nicht, warum das anders war. Achso, in dem... Ja gut, weil es ein Boxmonster ist und halt mehrere Leisten Energie hat wahrscheinlich. Das wird der Unterschied sein. Könnte es sein? Ah, drum. Ich dachte, wollte gerade sagen. Thanks, everyone. Danke, ihr. Hey, I love you guys. Ich liebe euch, Leute. What are you doing? Was machst du da? Mach eine links und rechts geklatscht. Bam, von die Fresse. Sorry about that, Miss. Tut mir leid, Miss. I was only trying to express my gratitude in my own way. Ich wollte nur meine Dankbarkeit auf meine eigene Weise ausdrücken. Es in Worten auszudrücken reicht vollkommen. warte mal. Okay, das ist wirklich eklig. Du bist so eklig. Ich habe keine Ahnung, was uncouth heißt. Warst du Gast auf der Lombardia? Oh ja, ja, ja. I was on my way back home from work when the ship I hopped on sank. Ich war auf dem Weg nach Hause von der Arbeit, als das Schiff, auf das ich aufgesprungen bin, gesunken ist. Zahat, der blauhaarige Mann. Du warst mir auch verdächtig. My name is Zahat Nautilus. I'm a fisherman from the Grecian region. Mein Name ist Zahat Nautilus. Ich bin Fischer der Grecian Region. Nice to meet you. Nett, euch kennenzulernen. Edel stellt sich vor. Und die wahrscheinlich auch. Nein, okay. Ich bin Laxia. Laxia von Roswell. Edel und Miss Laxia. Wie auch immer. Wie auch immer, von allen Inseln sind wir auf der Insel von Siren angespült worden. Du weißt davon? Oh yeah. Growing up in Greek, your parents always told you. Oh ja, wenn du in Greek aufwachst, erzählen dir deine Eltern ständig davon. If you're bad, you're gonna find yourself exiled to the Isle of Siren. Wenn du böse bist, findest du dich verlassen auf der Insel von Siren wieder. My dad threatened to leave me here so many times, and each time I wet my pants. Mein Dad hat so jedes Mal gedroht, mich hier zu lassen, und ich habe mir jedes Mal in die Hosen gemacht. Ja, und jetzt bist du tatsächlich da. Es ist ein Ort, der in deiner Heimatstadt Angst verbreitet. Hast du gewusst, dass es hier Monster wie diese gibt? Nein, nur nun zumindest habe ich bis heute nicht rausgefunden. Everyone has heard that any ship that comes close to the Isle of Siren sinks. Jeder hat gehört, dass ein Schiff, das der Insel von Siren zu nahe kommt, sinkt. But no one knew what this place was actually like. Aber keiner wusste, wie dieser Ort wirklich war, wirklich aussieht. I heard stories about people landing on this island sometimes, but they must have been fake. Ich habe ab und zu Leute darüber sprechen hören, wie sie auf diese Insel gelandet sind, aber ich glaube, sie waren alle gelogen. Oder fake. Ja, fake. Machen dir die Monster nichts aus? It's not like that. Das ist es nicht. Anyway, let's look around.
Mirima, lass uns mal weiter umsehen. I must really be unlucky. Ich muss sehr viel Unglück haben. I accidentally bumped this thing that I found on shore into that beast's face. Okay, ich habe versehentlich das Ding hier, das ich am Strand gefunden habe, in das Gesicht von diesem Monster gehauen. Das ist eine einzigartige Waffe. I know, right? Ich weiß, red nicht. I picked it up to protect myself, but it actually put me in a tight spot. Ich hab's ja eigentlich nur aufgehoben, um mich zu verteidigen, aber ja. Ja. Nehmt doch den Dino mit, das ist doch bestimmt Fleisch für oi. Ganz schön viel. Okay. Hold on a second. Warte mal eine Sekunde. Ja, genau, steht wieder auf. You scared me. Du hast mir Angst gemacht. But that's the end of that. Aber das war's. I don't know why, but I'm extremely tired. Ich weiß nicht warum, aber ich bin extrem müde. What a coincidence. Was ein Zufall. I'm tired too, from that thing chasing me all around. Ich bin auch müde, weil das Ding mich ja gejagt hat. Okay. Und deswegen verhungere ich. Ich weiß. Kannst du mich in deine Basis bringen? Könnten wir schon, ja. Die Frage ist, wollen wir das? Shahat joined the party. Cool, cool. Shahat. So, mal einmal schnell gucken. Wir sind jetzt ja von da gekommen. Und da gehen wir jetzt lang. Allerdings machen wir das erst in der nächsten Folge, denn Zeit ist wieder rum. Es war wieder eine sehr tolle Folge. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann hoffe ich, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.